Du hast ja dann irgendwann Hilfe gesucht. Genau. Was hast du Das, da gemacht? also ich habe nicht erst nach 20 Jahren Hilfe gesucht. Das Tragische war, und das ist auch was ganz wichtig ist, wo wir auch mit Oscilit/Ideeland auch hoffentlich auch noch einen Beitrag leisten können. Ich habe ungefähr, da war ich so 10 Jahre in der Zwangsstörung drin, rückblickend. Also im Jahr 2006 habe ich sehr starke Ohrgeräusche entwickelt durch den Stress, nehme ich an. Mein Mann hatte Erstickungsanfälle. Es war schrecklich. Er hatte dieses trockene Ersticken. Es war ganz furchtbar. Also wir waren beide eigentlich schon am Ende sozusagen. Und da habe ich zum ersten Mal Hilfe gesucht. Ich wusste ja nicht, was mit mir los war. Ich wusste nur, ich kann keine Türklinken anfassen und ich habe so schrecklich Angst vor Blut. Was ein bisschen ungünstig ist, weil ich bin ja nun Wissenschaftlerin und muss mit Blut arbeiten, ja. Und habe mir dann eine Medizinerin, eine Psychiaterin gesucht, weil ich dachte, nur eine Medizinerin könnte verstehen, warum ich so Angst vor Blut habe. Ja, ich fand es ja irgendwie unlogisch. Und tragischerweise hat diese Fachkraft keine Diagnose, nicht die Diagnose Zwangsstörung bei mir gestellt. Ich weiß nicht, ob sie sie nicht kannte. Sie kannte auch keine Expositionsübungen. Mein Mann hatte wohl mal ganz peripher Angst und Exposition gelesen. Ich hatte das auch bei ihr dann mal erwähnt. Dann sagte sie mir, das macht man nicht mehr. Ich sei eben so, ich sei etwas ängstlich. Und dann kam der beste Vorschlag von allem. Ich soll eine Putzfrau einstellen. Also das war ja nun nicht die Lösung des Problems, des Putzwaschzwangs, ja. Ich habe dann auch ganz brav eine Putzfrau eingestellt, eine Putzhilfe eingestellt. Das war für mich schlimm, weil die hat dann ja alles angefasst. Das war für mich mega stressig. Und ich soll doch jemanden nehmen, der den Kindern die Vokabeln abfragt, dass ich nicht, ich sei eben überlastet, gestresst. Ne? Und was es eben das Tragische ist, ich habe ab dem Zeitpunkt wirklich gedacht, so bin ich eben. Da kann man nichts machen. Ja, damit musst du leben. Und nach 8 Therapiestunden habe ich da auch aufgehört, weil es gab ja eigentlich nichts zu tun. Ja, ich war halt so. Ja, das muss man so akzeptieren. Und dann wurde es immer schlimmer.